Jo Leute, was ist los hier? Im Hintergrund seht ihr ein schnieges, eine schnieke Fahrt von mir. Sollte eigentlich ein Motovlog werden, aber ich hab's einfach kacke gefunden. So, ja, ich hab da ziemlich wirr geredet, wie halt immer, ne? Und ja, jetzt verwende ich's halt einfach. Und dieses Video wollte ich jetzt mal so bische verwenden, um mit euch ein bisschen zu babbeln über, ja, aktuelle Themen. Ja, was heißt aktuelle Themen? Einfach so, was ja in der nächsten Zeit so ansteht, was momentan wieder mal so ist. Ja, neben der Schule, ja, ich hatte jetzt in der letzten Zeit wieder sau viel Schulaufgaben, Physik, Englisch-Vokabeln, das ist ja auch so ein Ding, gell. Wir haben jetzt zwei Vokabelexten geschrieben mit insgesamt knapp 2000 Wörtern. Und bei einem Vokabeltest musste man 900 Vokabeln lernen. Ich meine, sag mal, sind die Lehrer verrückt, ey? Wirklich Wahnsinn. Ich habe einen Karteikartenstapel. Boah, ich glaube, also zum Empire State Building macht er schon Konkurrenz, ja? Das sei jetzt mal dahingestellt. Was ich eigentlich ansprechen wollte, dass ich auch ein Instagram-Profil habe. Also sprich, da lade ich auch, ja, mindestens einmal in der Woche was hoch, also auf YouTube. Natürlich dauert es länger, bis ich ein Video zusammen gemacht habe und so. Und falls ihr irgendwas Aktuelles von mir sehen wollt oder so, könnt ihr ruhig mal bei Instagram vorbeischauen. Da habe ich schon ein paar Motorradbilder hochgeladen und das letzte Bild habe ich einen Nintendo GameCube Controller hochgeladen. Ja, ich spiele die letzte Zeit wieder GameCube statt PS4 oder Battlefield 1. Mario Kart habe ich da gezockt. Macht auf jeden Fall höllisch viel Spaß. Naja, außer dass man kurz nochmal vor der Ziellinie abgeknallt wird, ja. Ja, da macht's ja nicht so wirklich Spaß. Aber naja. Ja, die zweite Sache, die ich noch hier angreifen wollte, ist wegen Themenwünsche. Ihr könnt unter allen Videos, egal wann und wie, könnt ihr immer Themenwünsche zu mir reichen. Mir fällt manchmal auch nichts so ein, was ich labern kann. Das meiste fällt mir während der Fahrt ein, was ich laber. Und da könnt ihr mich ruhig mal unterstützen. Also es wäre wirklich ein großer Gefallen. Ich meine, ihr gebt mir Themen, was euch interessiert und ja, dann habe ich ja wieder ein bisschen Themensammlung und ja, dann bekommt ihr auch hier, ja, schöne Motovlogs geliefert. Apropos Motovlogs, dieses Jahr sieht's ja, ja, wird's ziemlich flau jetzt aussehen mit Motovlogs. Also ich habe jetzt, ich glaube, gar keine mehr auf Lager. Ich werde einfach, ja, so ein paar ausgeschnittene Szenen vielleicht verwenden oder einfach so, ja, eine kleine Tour ohne wirkliches Gelaber als Musikfahrvideo rausbringen. Und ich werde mir auch nächstes Jahr dann die GoPro 5 holen. Ohne Scheiß, die Canon ist zwar nicht schlecht, also für Motovlogging, ich meine für normales Vloggen, aber als Motovlog geht es nicht so gut. Die ist mir ja schon mal runtergefallen und geht aber noch. Aber die GoPro hat dann doch, ja, eine höhere Herzfrequenz, also mehr Frames. Und ich glaube, die Qualität ist dann doch nochmals besser. Und ja, die klebe ich mir dann auf den Kopf, also vorne auf dem Kinn. Und dann kann ich mich auch immer hinbewegen, falls ich jetzt mal links oder rechts mal sehe, falls wieder eine Wildsau oder so auf mich zuläuft, kann ich da euch das auch zeigen, anstatt euch die Zähne zu erläutern. Ja, habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf. Kosten Haufen Geld, gell? 430 Euro, Halleluja. Naja, das soll es erstmal gewesen sein. Und ja, wegen Themen könnt ihr ruhig mal hier jetzt auch unter dem Video, ja, ein paar Themen mir vorschlagen, was ich nächstes Jahr bringen soll. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Steht ja auch schon kurz vor der Türe, Weihnachten. Boah, ich habe dieses Jahr wieder 2 Wochen Ferien. Heilige Scheiße. Boah, da habe ich Bock drauf. Mensch. Ja. Also Leute, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.